Ja, hallo Freunde, Selbstweiß ist wieder da. Diesmal mit der 10 Bifteki und Sriracha Soße und Burgenfels 1 Liter in 5 Minuten Challenge. Also bis gleich, wir sehen uns. Ja, hallo Freunde, da sind wir wieder. Sam Spicy ist da und zwar, wie gesagt, mit der wunderbaren Borgenfelsdose wieder extrem kalt und natürlich haben wir hier 10 Mini-Bifteki, wenn ich weiß, was das ist. Es ist eine griechische Spezialität mit Feta-Käse und allem drum und dran. Also gefüllt damit, sind so eine Art Frikadelle mit Feta-Käse gefüllt. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil, sind auch ein bisschen warm jetzt noch, habe ich gerade in der Mikrowelle warm gemacht. Dazu gibt es natürlich mal wieder die gute alte und wohlbekömmliche scharfe Sriracha-Soße und die wird dann jetzt gleich da drauf getan. Aber damit ich das in 5 Minuten hinkriege, muss ich das natürlich erstmal hier in mein kleines Gefäß hier reinschütten und dann hoffe ich, dass ich es irgendwie hinkriege. Bin mir nicht ganz sicher, denn ist natürlich ein bisschen heftig, werde aber ungefähr die gleiche Strategie machen wie letztes Mal. Werde bis zur Hälfte erstmal trinken, das Bier, und dann werde ich anfangen, die Bifteki zu snacken und dann zum Schluss den Rest runter zu spülen. Und ja, aber da das diesmal ein bisschen was mehr ist wie das Sandwich, mache ich mal eben hier den hier und hau das mal hier rein. Damit ihr auch seht, dass ich nichts fake, dass das auch 1 Liter ist. Wie gesagt, auf jeden Fall ziemlich kalt. Da fallen eine, wenn man Pech hat, die Zähne aus dem Mündchen raus. So. Das haben wir schon mal. Unsere schlaue Uhr haben wir natürlich auch dabei. Wenn wir jetzt ungefähr 5 Minuten 20 Sekunden haben oder so, soll es mir auch recht sein. Aber ich probiere natürlich unter 5 Minuten zu bleiben. Aber über 5 Minuten, also wenn es 6 anzeigen sollte, habe ich dann eben halt leider verloren. Aber wir probieren es natürlich zu verhindern. Ja, dazu gibt es auf jeden Fall einen kleinen Schmeck von der Transmaster, diesmal nicht von hier, sondern von meinem Hauptgerät, sage ich jetzt mal. Da habe ich jetzt was angemacht. Im Hintergrund läuft übrigens der Audi Cup mit Bayern gegen Real Madrid. Und Real Madrid ist gerade im Angriff und ja, die schießen jetzt aufs Törchen, aber ich glaube, sie schießen daneben, siehst du, wunderbar. Ich werde das hier trotzdem noch erstmal vorbereiten. Das heißt, wir schütteln erstmal hier die wunderbare Sriracha-Soße und tun uns da jetzt einfach mal einen guten Tropfen drauf. Auf jeden natürlich. Die gibt es natürlich auch größer, die Bifteki, aber wir hatten jetzt nur die kleinen gefunden, weil die im Angebot waren. Sind ja auch nicht immer verfügbar, aber so sieht es dann in etwa aus. Bam, bam, bam. Genau. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt wieder weiter zu viel quatschen, geht es jetzt einfach los. Und wie gesagt, wenn ich den ersten Schluck getrunken habe, beginnt die Zeit. Also erstmal das Liedchen und mal gucken, was abgeht. Thank you.
spiegelverkehrt. Auf jeden Fall 5:35. Ich weiß noch nicht ganz genau, warum das jetzt hier spiegelverkehrt ist, aber mal kurz gucken. Machen wir lieber so. War irgendwie falsch rum. Ist mir gar nicht aufgefallen jetzt. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. So. 5:35. Ja. Hat eigentlich geklappt, ganz gut. Leider nicht unter 5 Minuten geblieben, aber auch nicht die 6 Minuten überschritten. Also quasi in der Mitte. Challenge geschafft. War aber knapp, auf jeden Fall. Lief es auch ein bisschen an der Seite hier runter, aber naja, was soll's. Ja, wie gesagt, das war die 1 Liter Burgenfels, schön kalt und 10 Beefsteaky Challenge mit Sriracha Soße. Und hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, oder abonniert mich, um keine Folgen von Sam Spicy mehr zu verpassen. Und dann sage ich nur noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Guckt schön Fußball, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, Peace, bis dann.